damit willkommen zum ersten dieser Spiel dieser Serie. Wir haben zwei Kombinatoren. Hi. Hi, Marc. Na, wir spielen heute, wir gucken einem Spiel zu mit Lance gegen Omnitel. Da habe ich mir auch extra einen Kevin dabei geholt, weil Omnitel ist so sein Lieblingsdeck. Ja. Und dachte ich, ach, schönste Deck, das ich so im Legacy bis jetzt kennenlernen durfte, ja, auf alle Fälle. Ja, ist der Grund, warum du fast aufgehört hast mit dem Spiel. Kann man sagen, ja. Ja, gucken wir uns das mal an. Lance gegen Omnitel, traditionell nicht so das geilste Matchup für Lance, glaube ich. So. Von den Erfahrungen, die ich da bis jetzt mitgekriegt habe, ich spiele ja beides nicht, habe ich selbst nie gespielt, Lance oder Omnitel. Ja. Aber von den Berichten, die der Flo so gemacht hat, auf alle Fälle nichts Schönes für Lance. Nee, denke ich auch nicht tatsächlich. Aber der Maverick-Spieler in mir, der kriegt auch immer das Kotzen, wenn er Omnitel hört. Ja, ich verstehe das Problem nicht. Gut, was haben wir da auf den Starthänden? Die eine Menge Länder, einen Mox, einen Ghost Squad habe ich gesehen. Ah, du machst es auch, finde ich wunderbar. Ich sehe bei Steffen jetzt so erstmal nichts. Das war ein Duel, das war ein Mountain, das war ein Brainstorm. Ein Sneak Attack, zwei Show and Tells, sieht das zumindest so aus. Mhm. Ist eigentlich nur Kehrhand. Gerade gegen Lance. Es ist ganz okay. Ich wüsste jetzt auch nicht, was der Lance-Spieler außer Skarakas im Main. Ja, Skarakas im Main, genau, tatsächlich. Was er da an schnellen Antworten hat, wenn der Omnitel. Aber damit mit Port und Ghost Squad, ich glaube nicht, dass der da viel gegen macht. Nee, na komm. Kommt doch schon mal. Mulligan, genau. Ja. Einmal hier danke an Flo für seine Hüllen. Es ist super angenehm, wenn man einfach matte Oberflächen hat. Für Leute, die aufnehmen, ist es sehr angenehm. Ja, ja, das sieht man wirklich besser, die Clips benutzt, genau. Videos. Genau. Deshalb, also da bin ich immer sehr, sehr dankbar zu. Ich bin auch immer überlegen, ob man nicht so generell so diesen Trend der matten Frontseiten mehr einführen kann. Ja, man kriegt auf alle Fälle jetzt so bei den ersten Aufnahmen, die gemacht wurden, gute Anregungen, hier jetzt die Hüllen in dem anderen, der Würfel von Björn. Ja, ja, genau. Wo man genau, auch genau die Life Points schön übersichtlich hat. Genau, genau, genau. Das ist einfach auch zum Schneiden sehr viel angenehmer. Ja. Das sieht nach zwei Land Drops. Exploration. Exploration durch den Gamble. Dark Tabernakel, glaube ich, war es. Ich glaube, das war kein Dark Depths. Ich glaube, das ist ein Tabernakel. Zumindest geht es. Ja. Dann wird es wahrscheinlich ein Tabernakel sein. Ja. Da ist es Dark Depths tatsächlich. Aber auch drauf. Ja. Crab Rotation sehe ich auch noch. Das ist eine sehr gute Hand eigentlich, wenn man jetzt nicht gerade gegen Omnitel spielt. Aber selbst gegen Omnitel ist die, glaube ich, ganz okay. Ja. Dann Exploration, weiteren Land Drop. Ja. Kann man mal machen. Ja. Crab Rotation ist am Start. Ja. Und erstmal Cantrip. Ja, natürlich kommt erstmal Cantrip. Erstmal geponnert, da sehe ich ein Petal, da sehe ich ein Wish, da sehe ich, oh, ich weiß gar nicht. Das ist ein Narset's Reveal auf der Hand. Mhm. Okay. Ich weiß, die mittlere Karte sehe ich jetzt gerade noch nicht, aber es scheint sowieso uninteressant geworden zu sein. Alles weg. Alles weg. Ein Random Draw. Genau. Kann auch gut sein. Ja, ist aber meistens so das Schlechteste, was man mit dem Ponder machen kann, habe ich gehört. Mal sehen. So, ansonsten, ich meine, was sucht Steffen jetzt hier noch am Omnitel-Spieler? Was für ins Show and Tell, neben dem Sneak Attack? Die ja, Kreatur. Ja, genau. Eine Kreatur, ein Omniscience. Das wäre ganz gut. Verkehrt. Genau. So ist alles da. Der Rest dürfte. Ja. Alles da. So. Als Lance-Spieler, das ist kein guter Tor. Obwohl die Exploration liegt, er hat zwei Länder, er hat das Steps, er hat die Crop Rotation. Wo ist denn die zwei Länder? Auf dem Board. Ja, aber ihm fehlt dann weiterhin Mana. Ah, okay, ja, ja, ja. Und diesen Steps, was hat er noch? Ein Gamble? Ein Gamble, ein Crop Rotation und ich glaube, das andere ist Punishing Fire. Die sind besonders gut in dem Matchup. sollte man auf jeden Fall auch drin behalten, ja, ist Punishing Fire. Nee, das will man nicht. Obwohl die Groove ist auch da. Der Grind kann beginnen. Ja, nee, es macht ja kein Mana, wirklich. Das ist ein richtig schlechter Grind. Hm. Ja, ist jetzt schwierig, denke ich. Also, ob man jetzt einfach mal gambelt, um zu gucken, ob man nicht irgendwie was findet? Ja, auf alle Fälle. Ich würde trotzdem das Dark Depths erstmal runterlegen, weil der Omnitel-Spieler da eh nicht dran kommt. Zumindest nicht vorm Borden. Nach dem Borden ist schon eine andere Geschichte. Ja, klar. Wir müssen ja auch einmal Props an den Forest geben. Man sieht so schön das Symbol durchglänzen von dem Go Forest. Daran sieht man auch, dass das absolut ein echter Forest ist. Das ist einfach nur ein Dark Depths Go.
Das ist nicht so stark, ein Brainstorm. Ja. Boah, dann würde ich jetzt auf dem Brainstorm... Ah, nee, Gamble ist eine Sorcery. Ja. Dementsprechend kann er die halt schlecht machen. Das ist natürlich doof. Na gut, was will er sich holen mit dem Gamble? Irgendwas auf Sahne Masmana macht, eine Stage. Stage, ja, und dann schmeißt er sie ab. Und das ist halt, doch nur ein Gamble, ne? Ja, ist ein High Gamble. Ja. Oh, schöne Insel. Und mehr Cantrips, mehr Cantrips. Ich habe jetzt gerade eben noch einen Force auf der Hand gesehen. Das sah nach einem ganz schnellen Mulligan aus, beziehungsweise nach einem ganz schnellen Mission. Ja, da war aber auch ein Force-Ball, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, es sind wahrscheinlich einfach zu viele Force. Einer schickt auch gegen Lance. Gegen Lance auf jeden Fall. Man muss halt das eine Crop Rotation, was sie meistens benutzen, wirklich forcen können. Und dann ist das schon wesentlich angenehmer, dagegen zu spielen auch. Nicht, dass es nicht so oder so schon angenehm wäre. Ich finde es super. Ich spiele super gerne gegen Lance. Der Draw ist ein Wish. Wish, Brainstorm, Brainstorm, Land, Narsets, Reveal, das Ganze am Ende Show and Tell und ein Sneak Attack. Das ist eine Stranger Hand, also es ist tatsächlich eine Insta-Hand, wenn man jetzt... Er hat keine weiteren Länder. Man bräuchte weitere Länder und noch Nations, das wäre ganz gut. Mhm. Da ging Punching Fire ins Gesicht. Für eins. Für eins, tatsächlich. Da hat er doch ein Land gezogen. Ja, es kommt getappt ins Spiel und ist ein Cycle-Land. Ja, ja, ja. Ah, das tut jetzt natürlich weh. Das tut jetzt natürlich weh. Runterlegen. Jedes andere Land wäre jetzt ein 2020 gewesen. Wobei wäre es nicht, also theoretisch ein 2020. Da ist ein Kieselbrand. Da ist der Kieselbrand. Oh, Show and Tell rein. Ja, genau. Und Kieselbrand runter. Obwohl, ich glaube, der Steffen legt noch Sneak Attack rein. So wie ich ihn kenne. Nee, das ist der Grizzle. Ja, okay. Genau. Weil, ich glaube, auch Lance hätte on board das Sneak Attack auch nicht beantwortet, oder? Wenig, tatsächlich. Sehr, sehr wenig. Man kann halt den Gegner davon abhalten, anzugreifen. Und auf den, wahrscheinlich darauf, dass er jetzt 7 Karten ziehen möchte, kommt hier einmal. Und da kommt der Force. Ja, natürlich. Natürlich kommt der Force. Man hat ja genug davon im Deck. 4 Stück. Gut. Ne, es war noch nicht mal auf den Draw. Es war auf dem End of Turn. Da wurde nichts gedrawt, da wurde nichts gemacht. Ja gut, muss er Steffen ja auch eigentlich tatsächlich nicht. Wenn jetzt... Jetzt könnte er da jetzt drauf... Jetzt könnte er natürlich noch ziehen. Da kommen so... Boah, vor allem auch der muss die Länder opfern. Dann kommt der Force. Man hat ja schon so viele nicht... Da war auf jeden Fall noch Frost dabei. Ich sehe auch einen Emrakul cool. Ich habe jetzt bisher noch keine Omniscience gesehen, aber durch das Sneak Attack und das Paddle auf seiner Hand dürfte das jetzt relativ gelaufen sein. Ohne dass der Landspieler es hier weiß. Da kommt dann noch ein Gamble. Na gut, was würde er jetzt noch gamble? Life from the Loom. Ich weiß es nicht. Hat auch keine Handkarten mehr, ne? Nee, dementsprechend wird das auf jeden Fall abgeworfen. Auf alle Fälle das Life from the Loom. Ja. Auch wenn's. Aktuell wird halt noch geguckt. Ja, vielleicht, man weiß ja nie, was der Landspieler noch alles so komische Länder spielt. Die vielleicht aus dem Friedhof eine legendäre Kreatur zerstören oder so. Ja, das sollte mal erfunden werden. Ich auf alle Fälle. Ja, da ist noch ein Force, das heißt, da kommt jetzt noch das Force. Man muss erstmal gucken, ob man da irgendwo eine blaue Karte findet. Nimmt auch die erstbeste, die man finden kann. Ja, sieht sehr demotivierend aus. Jo, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Runde war das? Das war die erste Runde, sagtest du eben? Ja. Wie der Flo schon demotiviert aussieht. Ja, ja, das war die erste Runde an dem Tag, genau. Die wir aufgenommen haben. Ja, ich meine, ich sitze ja auch manchmal da und gucke nur in den Raum und bin schon demotiviert, wenn so Reanimate-Spieler sich die Klinke in die Hand geben. Das kann ich verstehen. Und die anderen denken, ja, dann spiele ich Show and Tell. Denke ich, ja, und ich fahre nach Hause. Visions, einmal cool. Ja, das ist ja, over. Ja, jetzt legen wir auch noch einen Wish. Ja, ja, jetzt kann man halt alles mal machen. Da ist der kleine Gruselbrand. Genau. So, also 1-0 für Omnitel, wie auch erwartet. Jetzt wird es halt auf jeden Fall eine Nummer schwerer für den Landspieler, denke ich. Für den Landspieler meinst du sogar noch? Ja, es kommen jetzt so Dinge wie Blood Moon oder ähnliche Sachen rein. Das war jetzt das erste Mal. Da habe ich jetzt auch das Sideboard mal rausgekartet, um zu gucken, was rausgebordert wird. Bei den anderen beiden Spielen habe ich es drin gelassen. Aha.
Aber sowas wie Blood Moon ist halt jetzt noch drin, was das ganze Sache noch schwieriger macht. Gut, was hat der Lance-Spieler dann nach dem Boarden noch? Frozen Grip, hin und wieder mal diese Laube der Dryade heißt das Ding, glaube ich. Oder ja, ist das Dryad Arbor? Ich weiß, glaube ich, was du meinst, wo er ein Permanent zu einer 0-4er. Genau, nee, nicht zum 0-4er macht, das wäre Linguishing, bla bla bla. Ich meine einfach zu einem Forest macht, genau. Stimmt, da war noch. Genau, das ist ganz gut, gerade um uns einen Chaunter anzulegen, weil der Gegner nicht mal darauf mit Omniscience oder sowas Insta geben kann. Das muss man aber halt auch erstmal haben. Ja, und das Frozen Trip ist auch einfach zu langsam, ne? Ja, aber man ist halt die einzige Möglichkeit, die man in dem Deck halt großartig hat, da irgendwie zu interagieren. Gut, jetzt mit Force of Vigor ist da mal was Neues dazugekommen. Ja, man hat halt wenig grüne Karten, die man pitchen kann oder möchte. Und dementsprechend dann ist der halt auch wieder raus, ne? Ja, genau. Weil niemand möchte das Ding für 4 Mana bezahlen, weil, wie man an einem Omnitail-Spieler sieht, oder auch an dem Land-Spieler, beide cheaten sich ihre großen Dinger ins Spiel. Keiner will sein Zeug anständig bezahlen. Futtler! Futtler sind's! Alles Futtler! Ja, ich sehe einen Crozen Grip, ich sehe 2 Crozen Grips. Ja, die haben auch eine Zeit lang 4 Stück im Sideboard gespielt. Ja, ja, ja. Da sehe ich einen Mox, ich sehe ein Wasteland. Der Mox ist gut gegen die Blood Moons auf jeden Fall. Ja, Mox ist immer schön, ich finde. Blood Moons erwartet. Das wird discarded. Das Crew würde ich mal behaupten, ja. Hat ja schon einfach ein Wort. Punishing Fires sind draußen. Ja, hoffentlich. Ja, vielleicht erwartet er einen Pyromancer oder so. Aber gut, man kennt sich mittlerweile, da weiß man, was das andere im Board hat. Ja, es geht. Nicht wie in, wo war das? In Dülm auf dem Turnier, wo ich auch gegen Omnitail gespielt habe und er in der zweiten Runde dann die Pyros spielt, ich Swords of Plowshare drauf spiele und er mich fragt, warum ich die nicht rausborde. Ja, genau. Weil er wusste das, weil du wusstest ja. Ja, natürlich. Das sag ich einfach. Ja, das sind halt so Sideboard-Hacks, die man immer spielen kann. Das ist ganz normal. Das ist genau wie jeder weiß, wenn ich Karakas nicht im Mainboard habe, habe ich eins im Sideboard. Außer ich spiele Monroe Prison. Aber jedem anderen Deck würde ich eins im Sideboard spielen. Ich habe selbst einen Storm eins im Sideboard. Ja, mittlerweile ist das ziemlich präsent, das Karakas. Muss es auch. Ja. Ja. Gut, ich habe einen Fetch Double Paddle. Das ist. Ja, das ist Turn 1. Show and Tell. Show and Tell. Er hatte den Blood Moon auf der Hand. Okay, er legt es Omniscience. Blood Moon. Kommt da jetzt noch was? Normalerweise, wenn er jetzt noch was hätte, er das direkt gespielt. Ich denke nicht, dass da noch irgendwas auf der Hand ist. Hm. Ja, Flo mit 2 Crozen Crips und dem Mana. Nur ein Crozen Crip und ein. Okay, eins. Ding. Muss das Omniscient beantworten. Klar. Ich denke tatsächlich, Flo hätte hier gewinnen können. Jetzt schon? Er hat einen Crop Rotation auf der Hand, er hätte Crop Rotation auf der Hand machen können. Ja, Dark Depths. Nee, er hätte nicht genug grünes Mana gehabt. Doch. Nee, er hätte nicht grünes Mana, er hatte nur ein grünes Mana. Und er bräuchte 2. Das Proof macht kein grünes Mana. Ah, weil Blood Moon. Ja, danke. Aber man kann natürlich auch ganz normal Dark Depths ziehen. Das bringt aber noch nicht viel. Einfach auch aus dem Grund heraus, dass es ja aktuell ein Mountain ist. Genau, einfach ein Mountain ist. Und Mountain macht nun mal nicht so viel Damage. Wie in 2020. Ja, und er hat Steffen mit dem zweiten Blood Moon noch auf der Hand. Ja. Und 2 Ponder. Nee, das ist ein Ponder, das er gerade in der Hand hat. Vergesst, was ich gesagt habe. Er mischt. Genau, also das ist nichts, was man haben will. Man überlegt sich bei solchen Händen immer so, ja, mit 2 Pondern komme ich so tief. Ja. Aber es ist eine ganz, ganz große Fehleinschätzung. Weil man will das einfach nicht. Man will nicht jetzt noch 2 Runden lang rumpondern. Man will ja irgendwann auch mal gucken, ob man gewinnen kann. Gerade wenn der Gegner nur noch einen Crozen Grip braucht, um einfach zu gewinnen. Ja, das stimmt. So. Gut, bei Blau ist nicht meine Farbe. Mehr Länder. Ich bin ja auch so der Brainstorm End of Turn ohne Fetch Backup. Ja gut, dafür kriegst du aber auch nur von MKM-Gewinnern auf den Sack. Das ist schon okay. Da ist wieder der Guru Forest. Ja, du musst immer schön nach vorne legen. Ja, natürlich immer. Man muss ja zeigen, was man hat. Ja, mit Lance kannst du es tatsächlich. Ja, also das ist tatsächlich allein das Tabernakel, die Beta, nee, die Blackborder-Duels, die er hat, für Ryan Blackborder. Und was nicht alles. Er mag sein Deck schon sehr, muss man ihm auch sagen und lassen.
Es ist halt auch einfach ein schönes Deck. Man sieht es aktuell nicht so häufig, finde ich. Nö. Finde ich ein bisschen schade. Ist halt auch aktuell nicht so der Bringer. Plus, es können halt auch nicht so viele Leute spielen. Ja. Ich habe gehört, so ein Tabernakel ist nun mal nicht so einfach zu bekommen. Das ist es halt und du brauchst es dafür. Ja. Ja, dann haben wir Draw Goes. Da haben wir Brainstorm. Da ist noch ein Blood Moon, Omniscience, ein Wish, ein Emrakul, ein Grizzlebrand und ein Sneak Attack. Ja. Heilige Kacke. Ein Land, ne? Ja, aber man hat sich jetzt Brainstorm locked. Also die nächsten zwei Runden zieht man nur noch Schrott. Das spielt dem Landspieler doch ganz gut entgegen, denke ich. Ich denke auch, dass der Flo das hier noch machen kann. Ja, das ist okay. Man braucht halt einfach eine Antwort. Ein Frozen Grip wäre halt noch am besten, weil der Gegner es halt auch nicht kontern kann. Ja. Jetzt wäre es halt gefährlich, dem Gegner ein Land zu geben. Also wenn da der zweite Blappung kommen würde, wäre das halt schon schlecht. Aber nee, man sieht nur Quatsch. Oh. Sieht ja beim Florian nicht besser aus. Nee, aber anscheinend hat er was gezogen, was er spielen könnte, sonst würde er seine Hand nicht hochnehmen. Oh ja, da sehe ich's. Da ist die Verzauberung, die etwas zu einem Forest macht. Hm. Damit könnte er den Blappung zu einem Forest machen. Ja, dann hätte er den 2020 an Bord. Ja. Und könnte dann in der nächsten Runde mal zuhauen. Es wäre halt wichtig, dann ein Wasteland oder sowas zu haben. Einfach, oh ja, bitte. Jetzt auf das Wasteland. Das wäre jetzt richtig gut. Ja. Einfach nur, jawohl, einfach nur, um ihn vom Mana abzuschneiden. Lustiger Aspekt, man könnte jetzt den Blood Moon in einen Forest verwandeln und ihn dann nach Wasteland. Aber es macht mehr Sinn, hier den... Er wird doch so oder so, Forest, ne? Wenn dann Ghost Quarter. Ne, er wird jetzt oder so. Wasteland ist non-basic. Aber er wird nicht zu einem Basic Forest. Okay, ja gut. Er wird einfach nur zum Forest namens Blood Moon. und damit ist er Wasteland-bar. Ich habe im ersten Moment gedacht, okay, jetzt wastet man das Posejo einfach nur, damit er weniger farbige Quellen hat. Aber dann ist mir eingefallen, das Posejo ist ja auch farblos. Ja. Dementsprechend ist es, glaube ich, irrelevant. Hauptsache man wastet eine Karte. Gut, Steffen kannte sein Draw, das ist jetzt eigentlich. Ja, das ist gelaufen. Ja. Da macht man halt nicht mehr viel. Da sieht man jetzt auch nochmal die Hand, wie viel. Da fehlt ja, es ist eine ganze Menge halt auf alles, der Hand gewesen. Hat alles aber auf der Hand, aber es ist mal auf der Hand bringt es halt nichts, das ist es. Genau, so, Game Nummer 3. Das ist übrigens der Grund, warum ich dieses bei den anderen beiden Spielen, die wir an dem Tag aufgenommen haben, die meinigen Sachen drin gelassen habe. Man kann sich noch ein bisschen länger über das Spiel unterhalten. Und es kommt nicht so abgehakt. Hm. Okay. Oh, ist der in Mana Bound? Ja, kann Lance ganz tolle Sachen mit an. Ich hab's zweimal schon erleben dürfen. Ein einziges Mal bisher. Noch einmal, als der Pion das Deck vom Flo gespielt hat am Turnier bei uns. Ja. Wo der mich Turn 1 einfach Ghostwater Westland lockt hat. Und auch einmal gegen Flo. Da haben wir aber auch nur Mittwoch ein bisschen nach Spaß gespielt. Ja, okay. Hier ist ein Mulligan. Er hat jetzt alle drei, so der Lernspieler, alle drei Spiele gemulligant. Das ist schon nicht so gut. Ich habe noch Missions auf der Hand gesehen vom Omni-Teil. Läuft gerade schwer schnell. Ein Force war dabei, glaube ich. Mm-hmm. Fetchland, Brainstorm. Yep. Omniscience, Force, Grillbrand. Und Sneak Attack, glaube ich. Ja. Oder das nächste Petal. Spaß. Das. Ganz viel Spaß. Ja, geht das so. Ist Frozen Crypt. Ja. Reputation Stage, Tiger. Das ist eine gute Hand. Ja, gut, jetzt noch eine weg. Mit Blast Zone würde ich sagen, die geht. Ja, die Blast Zone macht auch nicht so viel. Ja, macht sogar noch weniger, wie wenn sie vergessen wird. Schönen Gruß an Maxi. Ja. Oh, ich hoffe, er sieht es nicht. Er haut mich dann das nächste Mal, wenn wir uns sehen. Doch. Der Link wird auch rumgeschickt. Gut, aber ansonsten, ich meine, ja genau, Blast Zone weg. Ansonsten, ja. Oh, das ist ein Engine Doom, Petal. Ich hab's Show and Tell und ich hab's Omniscience gesehen. So, jetzt sehen wir dieses Skill-Deck. Jetzt geht's los. Mit dem Skill. Show and Tell und ein Grizzlebrand und ein Omniscience, ja. Grizzlebrand. Ja. Spiel ich mal 7 Karten, spiel ich mal ein Emrakul. Lelelel. Ja.
guck mal. Ja, jetzt überlegen noch so, vielleicht ziehe ich jetzt 7k, vielleicht sage ich auch einfach go und lass ihn noch ein bisschen leiden. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ah, doch, ich ziehe einfach mal 7. Ich wollte gerade sagen, Steffen ist nicht so grausam. Nee, aber das ist schon, das ist eigentlich, ja, ein Showhotel, Insel, Land, Sneak Attack, das war kein guter Draw. Mm-mm. Aber die beiden Sneak Attacks könnte man rausspielen und könnte dann einfach nochmal ziehen. Was ja, soll der Geiz? Gerade gegen Lance, er wird nicht ankommen und wird dann einen Bolt haben. Weil das ganz lustig wäre tatsächlich. Das wäre wunderschön. Ja. Würde ich dem Flo jetzt noch ein Denkmal bauen. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen, das Video hier. Ja. Force. Na, Sneak Attack. Nochmal Force. Noch ein Force. Wo ist der Emrakul? Da war er. Ja. Nee, letzte Karte. Nee. Brainstorm. Na gut, dann. Drittes Sneak Attack. Da versucht man jetzt halt wirklich den Emrakul zu finden, weil sonst wird es halt echt knapp. Ja, da ist er ganz oben drauf. Ganz oben drauf guckt er einen an. Es war tatsächlich die letzte Karte. Er hat keinen Kommen dabei. Nee, gar nichts. Er hat nur 4 Force. Ja. Ja, das war tatsächlich die letzte Karte. Ja, nice. Aber das zeigt halt, wie unglaublich skillhaft das Deck halt nicht mehr sein kann. Man kann auch einfach mal einfach alles haben und easy peasy gewinnen. Ja, aber gut, man kann damit auch verlieren, ne? Ja, natürlich. Also wenn da jetzt zum Beispiel die Verzauberung reingekommen wäre, man sieht ja, wie lange er einfach nichts gezogen hätte. Wenn jetzt die Verzauberung reingekommen wäre, die das einfach rausgenommen hätte zum Forest, da wäre nie wieder was gekommen. Ja, es passiert auch ganz oft, dass es Omniscience liegt und die Leute schieben zusammen, obwohl einfach mal weiterspielen, weil der Omnitel-Spieler sich ganz oft mal ins Aus genau, einfach manövriert. Zieht. Ja, also das dritte Spiel war jetzt nicht so krass. Das hat halt einfach mal gezeigt, was Omnitel so kann. Unskill. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüdelü.